Hallo zusammen, hier ist die Paragrafen Sylvia und ich wollte euch heute mal etwas mitgeben zu einer Ressource in meinem Leben. Das sind Menschen, das ist die beste Ressource in meinem Leben, neben mir andere Menschen. Und ich möchte euch mal fragen, habt ihr auch so Menschen, die euch das Leben leicht und schön und einfach lebenswerter gestalten? Bestimmt. Ich möchte hier mal eine Lanze brechen für, ich muss mal gucken, wie das auf dem Briefpapier steht. Cabos Kaffee-Vollautomaten-Service. Und zwar aus folgendem Grund. Ihr kennt das bestimmt auch. Also, ihr habt irgendein Gerät, auch gerne ein teures. Und das hat dann, da gibt es auch so ein Wort für, habe ich jetzt gerade vergessen. Kurz nach Ablauf der Garantiezeit hat er dann irgendwas, der Gerät. Und du suchst händeringend jemanden, der da mal nachguckt und du möchtest, dass der mal nachguckt und dir dann hinterher sagt, du, also da war nur ein Schalter dreckig und ich habe den angesprüht und kannst du wieder abholen. Das ist so das, was man sich wünscht, wenn irgendwas kaputt geht, ne? Ich weiß noch, als ich damals mein altes Cabrio gekauft habe, in das ich so lange so schockverliebt war, also ein langdauernder Schock war das, total schön. Da habe ich erst den Mann gesucht, der es mir reparieren kann, wenn irgendetwas ist, damit ich dann nicht zu BMW in die Werkstatt fahre, die mir dann, was weiß ich, was austauschen und sagen, ja, also das war kaputt. Wo ich also kein Wort glaube. So, und jetzt habe ich für den Kaffee-Vollautomaten habe ich jetzt auch so jemanden gefunden. Und das verlinke ich gleich unten im Kommentar. Und ich hätte jetzt gern, das ist der Marco Bonaposta. Da sagt der Name schon, da geht die Post ab, ne? Und ich hätte jetzt gerne von euch eure Zaubermenschen oder einen kleinen Bericht über eure Zaubermenschen in eurem Leben, die eure Geräte, die mit denen ihr euch so gerne umgebt, lebendig halten. Ich habe da noch mehr. Ich habe da auch noch den tollen Mann für den Drucker und die dazugehörigen Patronen. Ich könnte da eine ganze Reihe von machen. Einstweilen schreibe ich aber erstmal nur eine Bewertung. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt und wir werden hier einen guten Thread machen, ja? Hau raus! Hab einen wunderbaren Tag, deine Paragraphen, Sylvia, und an den Marco nochmal meinen ganz, ganz besonderen Dank. Habt einen wunderbaren Tag. Tschüss!